Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Immer wieder hört man, die Inder rechnen anders. Stimmt das? Nun, die Wurzeln der Mathematik liegen in Indien und bei jeder Rechnung gibt es verschiedene Wege, die zum richtigen Ergebnis führen. Die Inder rechnen anders. Ich mach's mal vor. Zwei Zahlen miteinander multiplizieren. 998 mal 889. Nun, wenn man das so normal ausrechnet, ist das unter Umständen kompliziert. Wir machen es jetzt indisch. Zuerst aufrunden, in dem Fall hier bis 1000. Also da fehlen noch 2 und unten fehlen 111. Das kriegt man noch gerade hin. Strich drunter und jetzt der zweite Schritt, nämlich über Kreuz subtrahieren. 889 minus 2 ist 887 und die beiden Zahlen miteinander multiplizieren. 2 mal 111 sind 222. Das ist das Ergebnis. Nochmal ein einfaches Beispiel. Also 9 mal 8, das schafft man im Kopf. Und jetzt machen wir es indisch. Von 9 in dem Falle bis zur 10 fehlt 1. Hier fehlen 2. Strich drunter. 8 minus 1 ist 7. Und 1 mal 2 ist 2. 9 mal 8 ist 72. Nun, diese Methode nennt sich auch vedische Mathematik. Für bestimmte Zahlen, für bestimmte Rechnungen gibt es da ganz einfache Möglichkeiten. Es gibt Bücher und das Schönste ist, sowas macht den Kindern Spaß. Also wenn demnächst der Mathelehrer so aussieht wie der hier, dann wissen Sie, er rechnet anders.